Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Teil von Assassin's Creed. Beim letzten Mal sind wir in das Büro der Assassinen, jetzt beinahe gesagt Behörde, gewatschelt und haben da ja quasi den nächsten Auftrag gekriegt, wenn ich das richtig verstanden habe. So, hä? Wieso 2 Meter, was? Wieso ist das nächste Ziel jetzt 2 Meter weg? Kann mir das mal einer erklären? Hier soll ein Ziel sein. Okay, oder brauche ich hier noch einen... Bezahlen muss ich hier mich noch Alter, mit... ihr. Ah. Schön, euch zu sehen. Und in einem Stück. Ich freue mich auch, Freund. Was geschah, tut mir leid. Denkt nicht daran. Einige eurer Brüder waren vor euch hier. Oh, wenn ihr gehört hättet, was sie über euch sagten, ihr hättet sie stehenden Fußes erschlagen. Das ist schon gut. Ja, das ihr hatten habt wir das aber doch schon Credo mal. wohl nie geteilt, oder? Ist das alles? Entschuldigt. Manchmal vergesse ich mich. Was führt euch nach Damaskus? Ein Mann namens Tamir. Al-Mualem stört sich an seiner Arbeit. Ich soll das beenden. Ihr habt die Gegend untersucht, um euren Feind zu verstehen? Ja, und das habe ich erfahren. Tamir beherrscht den Souk al-Silah. Er verdient sein Geld durch den Verkauf von Waffen und Rüstungen und wird von vielen unterstützt. Von Schmieden, Händlern, Geldwechslern. Er ist der größte Kriegsgewinnler im Land. Ihr habt einen Weg gefunden, uns von der Plage zu befreien? Im Souk al-Silah wird ein Treffen stattfinden, um einen wichtigen Handel zu besprechen. Es soll das größte Geschäft sein, das Tamir jemals gemacht hat. Er wird also abgelenkt sein. Und dann schlage ich zu. Euer Plan scheint mir solide. Ich erlaube euch zu gehen. Ah, okay. Lasst Al-Mualems Willen geschehen. Ihr könnt ausruhen, bis ihr bereit seid. Ja, anscheinend hatte nach dem letzten Mal, dass wir den Dialog gehört haben, nicht gespeichert. So. Ja, er hat anscheinend nicht gespeichert vorhin. Ja, falsche Richtung, hier komme ich nicht raus. Das hatte ich irgendwie nicht auf dem Schirm, dass er nicht gespeichert hat. Da hatte ich, glaube ich, hier oben beendet. So. Heppa. So. Feuer 139 Meter die Richtung. Wie gesagt, da hatte ich von... Zwar hat er anscheinend nicht gespeichert, aber das ist ja auch alles kein Problem. Ups. Interessiert ihr euch vielleicht hierfür? Nee, danke. Nein? Ich habe aber noch viel, viel mehr. Die besten Waren im ganzen Land. So, ich nehme mal wieder den Weg übers Dach. Wenn ich denn darf. Jemand sollte ihn aufhalten, bevor er sich verletzt. Kommt, Leute. Na. Kommt und seht meine Auslagen. Na gut, dann darf der anscheinend nicht hoch. Oh, mach das nicht doch einmal. Verstanden. Ja, ist ja gut. Ups. Jetzt wird der Weg auch noch wieder... Was mag ihn zu solchen Verhalten treiben? Das weiß ich auch noch nicht genau, aber... Hä? Wieso komme ich denn hier nicht weiter? Komisch. Warum tut er das wohl? Na, komm hoch da. Na, darf Warum ich nicht. Macht er das? Was steht ihr da herum? Geht! Ich gehe doch schon. So. Ich muss anscheinend die Richtung. Einnehmen ist er nicht mehr zu stoppen. Er wird dann gegen Jerusalem ziehen. Wir müssen ihn aufhalten. So. Seid ihr es leid, an den Ständen ja, der anderen Kaufleute nichts zu finden? Ich zeige euch mein ganzes Gaul. Bitte nur ein paar Goldstücke. Hab ich nicht. Wenn ihr kurz schauen würdet. Ich habe kein Interesse an euren Berechnungen. Die Zahlen ändern nichts. Eure Männer haben den Befehl nicht erfüllt. Darum habe ich meine Kunden enttäuscht. Wir brauchen mehr Zeit. Das ist die Entschuldigung eines faulen oder dummen Mannes. Was seid ihr? Weder noch. Das sehe ich anders. Nun sagt mir, was denkt ihr dazu, um euer Problem zu lösen?
Diese Waffen werden umgehend benötigt. Ich sehe keine Lösung. Die Männer arbeiten Tag und Nacht. Aber euer Kunde verlangt so viel. Und das Ziel, eine so beschwerliche Route. Wenn ihr doch nur Waffen genauso gut produzieren könntet wie Ausflüchte. Ich habe getan, was ich kann. Das ist nicht genug. Dann verlangt ihr vielleicht zu viel. Zu viel? Ich gab euch alles. Ohne mich würdet ihr immer noch für ein Almosen Schlangen beschwören. Und alles, was ich verlangte, war, dass ihr meine Befehle erfüllt. Und ihr sagt, ich verlange zu viel. Ihr wagt es, mich herauszufordern? Friede, Tamir. Ich wollte euch nicht beleidigen. Dann haltet eure Zunge im Zaum. Nein, haltet ein! Einhalten. Ich habe gerade erst begonnen. Nein, haltet ein! Ja, nein! Ihr kommt in meinen Zug, steht vor meinen Männern und wagt es, mich herauszufordern? Ihr sollt mich kennenlernen! Ich glaube, der hat's hinter sich. Nein. Lasst die Leiche. Lasst euch das eine Lehre sein. Denkt nach, bevor ihr mich enttäuscht. Zurück an die Arbeit. Ah ja. Was ist jetzt eigentlich das Ziel mal so nebenbei? Eine kleine Spende. Soll ich den jetzt arm und krank und umbringen oder wie? Meine oder? Familie ist groß und wird im Sterben. Bitte geh. Na, einfach stimmbar. Wo habt ihr euer Handwerk erlernt? Muss ich den jetzt bestehlen? So, jetzt bist du dran. Jo, der ist hinüber. Dafür werdet ihr bezahlen. Ihr und euresgleichen. Mich deucht, ihr seid derjenige, der nun bezahlt. Ihr werdet nicht länger vom Leid anderer profitieren. Ihr wähnt mich einen kleinen Waffenschieber, der an der Brust des Krieges hängt? Ein seltsames Ziel, findet ihr nicht? Warum ich, wenn so viele andere dasselbe tun? Dann haltet ihr euch für anders? Oh, das bin ich. Denn ich diene einer höheren Sache als dem reinen Profit. Wie meine Brüder. Brüder? Ah, er glaubt, ich handle alleine. Ich bin nur ein Teil. Ein Mann mit einer Aufgabe. Die anderen werdet ihr früh genug kennenlernen. Sie werden eure Taten nicht leichtfertig hinnehmen. Gut, ich freue mich darauf, auch ihre Leben zu beenden. So viel Stolz. Er wird dich zerstören, Knabe. Okay. Ups. Moment, gehen Sie zurück ins Büro des Verbindungsmannes, wenn Sie anonym sind, um Ihre Mission zu beenden. Ja, nee, ist klar. Ich muss hier ganz schnell weg. 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 Nicht, aber deine Niederlage ist besiegelt. Na, geh kaputt. Ich muss hier mal eben kurz. Na, kletter mal schneller. Ihr seid am richtigen Ort. Es gibt keinen besseren Kaufmann als mich. So, ich kletter mal einfach hier irgendwo auf dem Dach drauf. So. Achso, das ist ja gar kein Dach. Ich bleib hier einfach mal so lange hängen. Wo ist denn dieses Assassinenbüro überhaupt nochmal? So, wie komme ich denn jetzt hier mal raus? Bitte, eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Dieses Glockengebimmel da im Hintergrund geht mir ein bisschen auf den Keks.
Nur ein bisschen Geld, bitte. So, komm. Egal. Ist der verrückt geworden? Ich hol dich hier! Egal, hoch da. Dich hol ich mir! Kommt, die Ungläubigen! Gefunden! Du wirst mir nicht entkommen! Ich muss hier mal eben schnell weg. Ich verstehe dich nicht. So, jetzt bin ich hier wieder aus der Sichtweite raus, oder? Na, so war das nicht geplant. Ach Leute, lasst mich doch mal in Ruhe. Aua, jetzt reicht's mir. Auf die Fresse. Ey! Alter, er wehrt sich auch noch. Was soll denn das? Nein! Oh, nee, ne? Sync verloren, tot. Klasse. Wo fange ich jetzt wieder an? Habe ich gerade nicht da. Ihr werdet mir nicht entkommen. Gebt den Weg frei. Was? Bleibt stehen! Ihr könnt nicht entkommen! Möge der Herr deiner Seele gnädig sein! Wie euch hole ich mir! Vielleicht weißt du es nicht, aber deine Niederlage ist besiegelt! Nix Niederlage! Das wird nicht zu schwer! Wie einfach! Ah! Ich muss hier mal eben weg! Einen Schlag noch und ich bin kaputt. Ah, toll. Was ist denn das jetzt hier, ey? Alter. Benutzen Sie Konterangriffe, wenn Sie es mit mehreren Gegnern. Den Konterangriff, den konnte ich schon mal nicht mehr. So, ich werf die Leute jetzt hier einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Gott, ist das meiner. Na. Ungläubiger, ich werde euch in die Schranken weisen. Der Herr steht auf meiner Seite. So, jetzt schnell weg hier. Schnell weg hier. Ich muss weg hier. Ich kletter da mal hoch. Na, kletter da hoch. Ja, da ist doch so ein Versteckteil. Tötet ihn! Komm hierher zurück! Nee, ich komme gerade nicht zurück. Wenn, dann musst du hier hochkommen. Da ist er. Warum tut er das? Ja, das weiß ich auch noch nicht genau, warum ich das tue. Du gehörst mir. Habt ihr das gesehen? Ja, komm hoch da! Feigling, ich weiß, dass du dich versteckst vor mir. So, untergetaucht. Du mischst dich ein. Halte die Waffen bereit. So, bin mal gespannt, wie lange das dauert, bis ich, Sie sind untergetaucht. Sie können das Versteck nun sicher verlassen. Dann will ich mich mal auf den Weg... Nee, falsche Richtung. Reinitialisierung. So, wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Ja klar, einmal durch die ganze Stadt, oder wie? Fluchtweg ausdenken. Mal gespannt, ob ich da so dran komme. Darf ich hier nur nirgendwo runterfallen? Meine Familie
nicht geben. Ja, ich hab nichts zu geben. Was? Hier wird nicht getötet. Na toll, jetzt hat er mich wieder gesehen, oder was? War das ein Bogenschütze, oder? Was ist denn hier los? Hallo. So, den mache ich noch eben kalt. So, der ist kaputt. Hüpfe ich hier nochmal eben kurz rein. Ich kann mir auch in Ruhe eben umschauen, wie es hier weitergeht. So, komme ich da halbwegs drüber? Ja, komm hoch mit dir. Hier ist keiner. Das ist schon mal sehr praktisch. Ja. So, 66 Meter noch. Ich bin gleich da. Muss nur mal genau schauen, wo es war. Da habe ich schon das Assassinenzeichen gesehen, glaube ich. Bäh. 16 Meter die Richtung. Und da bin ich dann auch schon. Na, nicht auf den Blumenkübel steigen. Die Kunde eures Sieges hat mich erreicht, Alter ihr. Euch gebühren meine Dankbarkeit und mein Respekt. Hab Dank. Es ist eine Schande, dass die anderen euch immer noch gering schätzen. Rafik, mich kümmert wenig, was die anderen von mir denken. Wie ihr wünscht, Alter ihr. Ihr solltet Al-Mualem von eurem Sieg berichten. Sicher hat er noch weitere Aufgaben für euch. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Ah, okay. Attentat beendet. Zurück zu Al-Mualim. Damit haben wir den zweiten Gedächtnisabschnitt auch beendet. Speichert. Bin mal gespannt, ob er jetzt wieder in den Animus geht oder ob ich jetzt in der Stadt weitermache. Ah, okay. Kommen Sie raus, Mr. Miles. Was ist los, Doc? Miss Dürman besteht darauf, Ihnen eine Pause zu gönnen. Ja, da bin ich doch auch total für. Mal gucken, kann ich hier irgendwas machen eigentlich? Mit irgendwas interagieren? Anscheinend nicht. Kann ich mit der Dame da reden? Na, verraten Sie mir, wer ihm den Stock in den Hintern geschoben hat? Wir haben eine Deadline. Eine Woche. Nun, 6 Tage noch. Deadline? Ich kann nicht darüber reden. Deadline? Mann, versetzen Sie sich in meine Lage. Ich werde von einer Gruppe Wissenschaftler festgehalten und muss den ganzen Tag in irgendeiner Scheißmaschine sitzen. Sie sagen mir nicht, wonach Sie suchen oder wofür Sie es brauchen. Aber ich soll dankbar sein, dass Sie mich am Leben lassen. Das ist doch verrückt! Ja. Sorry, aber so ist es. Was erwarten Sie? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie wär's mit Antworten? Ich kann nicht. Und es ist besser so. Sicherer. Sicherer für wen? Uns beide. Ja, mich würde auch mal interessieren, wer die hier überhaupt sind. Wo ist denn der Doc hin? Darf ich da durch? Wahrscheinlich nicht. Nö. Wie gesagt, mich würde mal interessieren, welche Organisation hier überhaupt so ein komisches Labor irgendwie betreibt. Na toll, sind wir jetzt wieder eingeschlossen oder was? Und wer uns hier überhaupt gefangen hält, das ist mir auch noch ein Rätsel. Kann ich jetzt aber mal in Ruhe interagieren. Womit? Damit? Oder ist... Ach, interagieren mit dem Bett, das will ich ja jetzt gar nicht.
Kann ich hier irgendwas machen? Auch nicht. Alles ein bisschen merkwürdig. Mann, ich kann mich nicht mal umziehen. Kleiderschrank ist auch abgeschlossen. Dann interagieren wir mal mit dem Bett. Ansonsten kann ich, glaube ich, nicht viel machen. Und bin mal gespannt, ob der Prof... was war das denn schon wieder? Ob der Prof da irgendwie wieder... Ah, okay. Steht nicht neben dem Bett, gehen als wir aufstehen. Gehen wir, Mr. Miles. Die Zeit drängt. Ja, dann wollen wir dem guten Doc doch mal folgen. Hä? Sind wir jetzt alleine oder was? Wo ist Lucy? Keine Sorge, sie wird bald bei uns sein. Also warum tun Sie das, Doc? Was hoffen Sie damit zu erreichen? Haben Sie in letzter Zeit ferngesehen oder eine Zeitung gelesen? Sowas hat mich nie interessiert. Dann gebe ich Ihnen die Eckpunkte. Die Welt ist ein Dreckloch. Erbärmlich, wirklich. Sie haben es doch selbst gesehen. 1000 Jahre liegen zwischen Ihnen und Ihrem Vorfahr. Aber die Gesellschaft ist noch genauso barbarisch. Genauso dumm. Worauf wollen Sie hinaus? Ordnung, Mr. Miles. Die Welt braucht Ordnung. Das ist es, worauf wir hinarbeiten. Und das ist es, wobei Sie uns helfen. Ich soll glauben, dass Sie eine bessere Zukunft aufbauen wollen? Das ist genau, was wir tun. Die menschliche Rasse schreit nach Führung. Sie wollen wissen, warum Sie hier sind, was von Ihnen erwartet wird. Nun, wir werden es Ihnen sagen. Und wenn Sie erst wissen, wie Sie Ihr Leben zu führen haben, wird alles besser. Besser wie? Das Ende aller Konflikte, großer und kleiner. Habt ihr Assassinen nicht dafür gekämpft? Frieden in allen Dingen? Ich sagte doch, ich bin kein Assassine. Ach ja, richtig. Ich sehe immer noch nicht, wie ich da hineinpasse. Ich auch nicht. Bald, Mr. Miles. Bald werden Sie es verstehen. Oder auch nicht. Es ist mir egal. Solange Sie uns zeigen, wo es ist. Wo was ist? Sorry, ich bin spät dran. Sind wir soweit? Ja, sind wir. Ah. Ich wollte eigentlich nur seinen blinkenden Kugelschreiber haben. Aber anscheinend muss ich mich jetzt wieder auf dieses komische Animus-Ding hier drauflegen. Bin mal gespannt, wo wir jetzt landen. So. Ja, fortsetzen. Gespeichert. Leitern sind eine akzeptable Art, Dächer zu erreichen. Fassaden erklimmen dagegen nicht. Och, ich bin bis jetzt eigentlich auch mit den Fassaden ganz gut zurechtgekommen. Ihr habt euch bewährt, alter Ihr. Und ich bin voller Zuversicht, dass dies nur der erste von vielen Erfolgen war. Tamir schien euch gut zu kennen. Er deutete an, dass mein Auftrag von Bedeutung sei. Bedeutung erwächst nicht aus einer einzelnen Tat, sondern aus dem Zusammenhang, in dem sie steht. Aus den Folgen, die sie nach sich zieht. Sollte ich noch mehr erfahren? Alter Ihr, euer größter Fehler war der, zu viel zu wissen. Wenn ich Wissen zurückhalte, dann nur, damit ihr einen solchen Fehler nicht ein zweites Mal begeht. Verstehe. Ihr versteht nicht. Und so wird es bleiben, bis ihr eure Lektion gelernt habt. Trotzdem habt ihr euch gut geschlagen. Und dafür werde ich euch befördern und einen Teil eurer Ausrüstung zurückgeben. Nun geht. Entweder nach Akkon oder Jerusalem. In beiden Städten sind Männer, die eurer Aufmerksamkeit bedürfen. Unsere Verbindungsleute können euch mehr darüber berichten. Ja, das ist doch schön, dass wir befördert wurden. Was haben wir denn da? Rang 2 Waffe, Kurzschwert, Konterkill. Sie können im Hof trainieren. Das ist doch sehr schön. Konterkill konnte ich vorher schon nicht. Ja. Will ich nochmal einmal kurz den Konterkill trainieren. Und hier drinnen haben die sicherlich nichts dagegen, wenn man läuft. Eher nur wieder. Alter ihr, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst.
Ja, wenn ich da noch was wüsste. Also irgendwie... Taste 7, ja, da so weit waren wir ja schon. Mich dünkt, ich muss den Konterkill vollführen, bevor ich hier weitermachen darf. Ah ja. Kontergriff. Halten Sie Taste 7 und 0. Ah, okay. Prächtig. Das war der Konterangriff. Taste 7 und Taste 0, wenn der Angriff startet. So, wollen wir nochmal probieren? Ah, okay, so konter ich. Jetzt habe ich es verstanden. Ich muss also die Taste 8 drücken, beziehungsweise da steht 7, und gleichzeitig dann die Kontertaste drücken. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Ja. Kampftraining absolviert. Hat er jetzt gespeichert? Weiß ich gar nicht. Weil ich jetzt eigentlich ganz gerne abbrechen würde an dieser Stelle. Gucken, steht hier noch einer? Nee. Wann speichert er denn? Ist schon wieder verlaufen. Ich sollte mir merken, dass ich quasi aus der Burg raus und dann rechts sofort abbiegen muss. Aber vielleicht habe ich ja unten wieder ein Pferd, das ich dann unten speichern darf. Weil, wie gesagt, ich wollte eigentlich den Teil gleich beenden. Das ist ein bisschen blöd, dass man halt nicht frei zwischenspeichern darf. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Und dementsprechend halt immer relativ lange Passagen hat, in denen man einfach nichts machen darf in der Richtung. So, hallo, du sollst da runterspringen. Was ich da tue? Hast du doch gesehen. Ach ja. Wo muss ich denn überhaupt ganz hin? Da jetzt hinlaufen? Hui. Gibt's hier nicht wieder ein Pferd? Da. Komm. Hüpf. Oh. Dann reiten wir noch eben ins Königreich und dann mache ich da an der Stelle Feierabend. 300 Meter, das ist ja zu schaffen. Schön hier. Kann das nur immer wieder sagen. Hä? Wo ist er da jetzt rüber gesprungen? Meter noch. Und wie gesagt, dann werde ich, wenn ich das Königreich erreiche, dann an der Stelle einen kleinen Cut machen. Und dann nachher weiterspielen. So, damit sind wir im Königreich. Wurden Sie entdeckt, stoßen Sie die Leute aus dem Weg, um Ihre Geschwindigkeit zu behalten.
und nutzen Sie Ihre Sprintfähigkeit, wenn der Weg frei ist. Ja. Da haben wir das Speichersymbol. Und wie gesagt, an dieser Stelle soll es das für heute gewesen sein. Hoffe, ihr hattet Spaß dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis denn, tschüss.